Was klappt man uns die Fighter Oster hier? Und wir sind zurück mit ein bisschen Dragon Ball Heroes Action. Mittlerweile auf Part 4. Genau, und da gehen wir mal direkt zum Story-Modus. Richtig, einmal Start gedrückt zum Story-Modus rein. Wir haben aufgehört hier. Teil 2 Dragon Ball Heroes, genau. Und da sind wir jetzt quasi in der Spielwelt. Mit, wie? Einfach den Namen vergessen von ihr. Note? Ich glaube ja, Galaxy Note. Genau, so hieß die Dame. Mit ihr sind wir jetzt quasi in der Spielwelt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt noch abgehen wird. Ah ja, Zweikämpfe haben wir gemacht? Ne, Einkampf haben wir gemacht, genau. Ah, sie hat uns dann quasi kurz gedubbt, ne? Da gibt es einen Schlagaustausch, wie ich mal sage. Ja, perfekt. Schau mal, erneut berühmt, wenn Team bereit ist. Das ist unser Team jetzt. Einfach mal die Charaktere genommen. Ja, die nehmen wir. Let's go. Warum nicht? Double Cooler, wie cool die aussehen. Golden Cooler einfach, ne? Ja, ist auch so Dragon Ball Heroes-like. In Dragon Ball Heroes gibt es wirklich... Da, warte mal. Meine Death Machine, 15% Auserholung für alle Teammitglieder. Ah, jetzt guck mal. Ah, okay, das sind jetzt verschiedene. Ich habe 2 Stück. Aha. Ich drücke gerade die Schultertasten. Der hier gibt minus 20% auf Kraftstufe des gegnerischen Teams und der gibt Ausdauer. Wir nehmen mal ihn hier. LR-Start. Hey. Sollen wir mal den nehmen? Stärkt? Ja, nehmen wir mal den. Komm, letztes Mal hatten wir die andere Machine. Und dann nehmen wir dieses Modul. Ja, Dragon Ball Heroes, genau, Dragon Ball Heroes aus der Reihe S. Erfahrungsbonus. Guck mal, ich kann die Gegenstände benutzen. Okay. Benutzen, um 500 TB zu bringen, 1 Kampf zu halten. Nice. Eigentlich brauche ich keine, denke ich. Ich bewahre die mir für später auf, für schwierige Kämpfe. Aber die kann man dann benutzen quasi, damit man verschiedene Effekte hat im Kampf, genau. Ja. BD, danke. Und zwar Dragon Ball Heroes. Was? Dragon Ball Heroes sind einfach Dragon Ball. Ja, Universum aus Dragon Ball. Dragon Ball Classic, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Und dann natürlich Logo jetzt hier. Xenoverse sind auch Charaktere am Start. Und Dragon Ball Heroes Charaktere, Alter. Ja. Da werden wir sicherlich reichlich viele sehen, wie Super Saiyan 4 Vegito, Golden Cooler und. Teamkraft erhöht um 300, okay, nice. Kraftschule des Gegnersteams halbieren. Oh nice, okay. Außer auf den Gegner mit der höchsten Kraft. Stärkes Einkommen. Alright. Ist C18 am Anfang immer vorne, weil ich sie als erste gewählt habe? Ich denke, ja, ich gehe stark davon aus. Aber, dann machen wir mal, da greift ein Hero an. Legen wir mal Golden Cooler hier hin. Und sie kämpft nur mit einem. Sollten wir mehr. Wir sollten mehr powern, genau. Perfekt. Ich frage mich, ob ich einfach all out gehen könnte. Immer am Anfang. Ja. Oh. Hä? Oh nein, was mache ich? Die greifen zusammen an, warum das? Ja, okay, ja. Weil wahrscheinlich erste und zweite waren, oder? Das muss ich üben, ey, ohne Spaß. Ah, dieser Trucks hat keine Ausdauer mehr, wie ich sie richtig sehe. Oder was geht da? Batz, Vater und Sohn. Ziel ein, Junge. Ja, siehst du, der ist betäubt, genau. Bam. Oh, direkt. Das ist ein direkter Angriff, oder was? Oder hat sie sich selbst mitgenommen in den Kampf? Kämpfen nicht möglich, ja, geh. Oh. Jetzt greifen sie an, okay, verstehe. Oh mein Gott, das muss man aber üben, ey. Das muss ich auf jeden Fall üben. Bitte. Ah, jetzt haben wir gewonnen, okay. Das schon. 500 Team TP und bla bla, genau. Ja, danke schön. Runde 2, so. Ja, cooler, guck mal, wie viel Ausdauer er noch hat. Easy, Fähigkeit aktiviert. Ah, super Attack. Oh, cooler kann ich mit. Cooler braucht mehr Heldenenergie. Okay, da bin ich drauf gespannt. Lass mal unsere Heldenenergie erhöhen. Und gucken, ob cooler dann ulten kann, sozusagen. Oh. Oh, warte mal. Geh mal weg, Junge. Vegeta, geh mal weg. Ja, guck mal. Krank, dieser Trunks, Prisoner Trunks, der boostet dann quasi einen Charakter, mit dem er sich verbindet. Super Angriff verfügbar, sein Super Angriff ist verfügbar. Let's go, jetzt gehe ich all out. Warten auf Gegner. Was ist das? Oh, du bist eine Kapsel. Was macht der? Oh. 2000 Kraft für Verbündete. In was? Gegner verwandelt sich. Was macht der? Wenn er jetzt zu Majin wird. Überleg mal.
Nee, na, Super Saiyan Vegeta, okay. Junge, was ist mit dem? Was ist denn jetzt ab? Ah ja, das ist ja diese Eskalation-Move, ne, von Cooler, den ich einfach nicht check. Egal. Auf Gegner zielen, okay. Ja, bestätigen, let's go. Aufgeschaltet. Das muss irgendeine Fähigkeit von Cooler sein. Ich habe mir die Karten noch nicht genau angesehen. Aber geil, ja, geil, dass sowas gibt. Oder vielleicht liegt es auch an der Verbindung, kann auch sein. Von Trunks. Oh, nice. Super Angriff bereit. Jetzt guck mal. Alt, Sturmmodus. Oh, was geht jetzt ab? Ah ja, das ist die Eskalation von Cooler. Hatten wir doch, da hatten wir letzten Part auch. Ey, es ist so geil, Golden Supernova. Boom! Cooler an sich finde ich so cool, wie der so einen Planeten einfach auf seine Visage wirft. Das ist unglaublich. Nice. Sehr schön. Cool, 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 sehr cool, sehr cool, sehr cool. Obstalon. Okay, einfach geskippt, aber macht nichts. Ja, nicht so viel reden. Schon wieder geskippt. Immer so ungeduldig. A-Taste wird gesmashed. Aber wir wollen noch vorankommen, auf jeden Fall. Oh, her mit den Tickets. Das will ich sehen, mein Freund. Gacha-Ticket. Das will ich sehen. Sammen, Freunde, sammen bei Nacht. Ah, wir haben ein neues Modul, R1, okay. Alright. Kampfmodul, Teambonus, Erfahrung erhält, okay. Nice, 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 Urnele. Fortfahren, bitte, danke. Ja, ja, danke. Danke, danke. Kakarot und Guan haben wir nicht dabei. Das war's, Osoru gewinnt. Hurra, ich hab gewonnen. Ich dachte nicht, dass ich verlieren könnte. Ja, schade, Madam. Wirklich schade. Ich hab noch ein bisschen üben. Hey, das ist ein Dragon Ball. Was hat's mit dem Dragon Ball da auf sich? Kann ich ihn einsammeln? Warte mal, einsleiten. Oder. Ah, das würde ich jetzt gerne wissen, was mit dem Dragon Ball auf sich hat. Wir sehen den Gegner in höchstens 3 Runden. Das haben wir, glaube ich, gemacht, oder? Das haben wir, glaube ich, geschafft, alles. Einsleiten zur Karte. Oh, oder, habe ich diesen Dragon Ball bekommen oder nicht? Ich glaube nicht. Oh nein, ich wollte nicht raus, was habe ich gemacht? Na, no, jetzt muss er wieder rein, egal, sorry, mein Fehler. Mit dem Dragon Ball, was heißt das, ich habe einen Dragon Ball gesammelt oder was? Kann gut sein, ich habe ja alles geskillt auszusehen. Könnte sein, könnte durchaus sein. Na, wir machen einfach mal weiter, das... Hey, jetzt hat kein Dragon Ball mehr. Nein, nein, ich glaube, wenn ich das wieder gemacht hätte, hätte ich den Dragon Ball bekommen, glaube ich. Sorry, ich habe da weggeklickt. Nächstes Mal, wenn ich so einen Dragon Ball wieder sehe, gehe ich auf jeden Fall wieder drauf. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mich gerne wissen lassen in den Kommentaren. Das erste Tor hast du schon, let's go. Ja, und Spaß hatte ich auch, du bist echt stark. Das sollten wir irgendwann wiederholen, ja, ja. Irgendwann. Ja, ja, komm. Lol, was? Die Arme? Tut mir leid, alles in Ordnung. Ja, schließlich habe ich dich herausgefordert. Du siehst auch ziemlich ramponiert aus. Du hast recht. Wegen dem Adrenalinrausch habe ich es gar nicht bemerkt. Haha, gute Arbeit. Ihr seid jetzt ein besseres Team. Außerdem habt ihr gelernt, wie man den Heldenwechsel nutzt. Ihr seid bereit für die Bedrohung. Komm zurück ins Labor. Okay, let's go. Einmal zurück ins Labor, bitte. Da bin ich mal drauf gespannt. Note ist jetzt dann verbindet. Okay, sehr schön. Sehr gut, halt sein mit... Nebengeschichte, Notes Abenteuer. Neues Kapitel freigeschaltet. Guck, das sind so Dragon Ball Heroes Charaktere einfach. Aber warte mal. Gibt's einfach eine Nebengeschichte? Benötigte Karten. Ah, hab ich nicht, kann da nicht rein. Okay. Geil, dass es auch so Nebengeschichten gibt. Und wenn ich die Karten habe, dann kann ich da rein. Ey, dieses Spiel, geil. Sowas mag ich. Ich weiß nicht, warum ich. Keine Ahnung, warum ich. Aber ich mag sowas auf jeden Fall. Warte mal, hier haben wir. Andere Haupt... Nebengeschichten, siehst du? Okay, krass, finde ich cool, finde ich cool. Hier hat 2 Nebengeschichten und 3 von der Hauptstory. Let's go, eine Anomalie. Anomalie erlesen, die Saiyajin schlagen zu. Geil. Einfach weitermachen, würde ich sagen. Es bockt sich auf jeden Fall, ganz ehrlich. Schauen wir mal.
Vom Heldenmeister ausgewählt gehörte Osoru zu einem Elite-Team, das gegen die Bedrohung kämpfen würde. Sein Name, die Super Dragon Ball Heroes. Osoru schwor, dem Team zu helfen und die Welt zu retten. Not fordert Osoru heraus, um die Kampfkunst von Osoru zu testen. Ah, okay. Es war eng, aber Osoru gewann den Kampf und Notes Respekt. Ah, okay, ist wieder so eine... Okay, so ein Recap. Yikesa... Let's go. Kapitel 2 sind wir jetzt, ne? Ey, geil, geil, geil. So. Krillin, was machst du da? Krillin, Krillin. Was macht er da? Keine Ahnung. Okay, let's go. Hier ist alles okay, gehen wir zu einem Ort, der vielleicht eine Anomalie hat. Okay, ich wollte eigentlich noch hier bleiben, wenn das okay ist. Ich auch, man weiß ja nie, wem man begegnet. Leute, wisst ihr noch, warum wir hier sind? Ich kann euch verstehen, aber die Mission ist wichtiger. Ja, du hast recht, machen wir weiter, let's go. Ja, du bist halt Heldenmeister, das hat sich nicht durchgesagt. Schon gut, in der weiten Welt von Super Dragon Ball Heroes ist man halt aufgeregt. Außerdem ist unser Kampf kein Kinderspiel, es ist wichtig, mal Dampf abzulassen. Okay, nutze den Heldenwechsel und verlass die Spielwelt. Alles klar. Ja. Boah, schaut euch den Himmel an, was jetzt ab. Oh mein, ja, was geht jetzt ab? Den Bericht, dein Bericht, was wieder? Plötzlich sind lauter schwarze Wolken im Himmel. Nein, das kann nicht sein. Idee. Alter, wenn Nappa zum Super Saiyan 3 wird, dann wird das so witzig. Ich sehe, Zagyurin hat Karot den Kampf abgebrochen. Diese Kinder sind gewaltig auf dem Holzweg, wenn sie denken, dass sie eine Chance haben. Die beiden sind schon da, nicht gut, gar nicht gut. Ja, wir gehen auch Nappa kommen viel zu früh. Das muss eine der Anomalien sein, die der Meister meinte. Genau, in der Spielwelt geschehen laute, unmögliche Dinge. Es ist fast, als würde die Geschichte umgeschrieben werden. Ich habe zwar ein paar Querschläge erwartet, aber so früh? Es wird schlimmer. Oh, oh. Thales! Ist nicht dein Ernst? Ich will kämpfen, nicht babysitten. Ja, komm du nur her, komm du nur her. Was babysitten? Ja, Mann. Kriegsreffer gelandet, aber der hat mich nicht umgebracht. Dazu war viel zu stark. Lol, okay, du Trottel, du sollst auch noch Kakao zurückbringen. Du hast nicht nur versagt, sondern wurdest auch noch total vermüllt. Bist mit eingezogenem Dude davon gerannt. Und du willst ein Saiyajin sein? Der Schwächling war der Aufgabe nicht gewachsen, wie geht da? Immer mit der Ruhe, man trifft selten genug andere Saiyajin. Lass uns locker bleiben, okay? Wie krank da alles ist. Da kommt zwar vielleicht gerade umpassen, aber wow, wow. Der echte Vegeta direkt vor mir. Der hat den einfach. War mich aufgeregt, die wollten mich schon immer mal treffen. Was ist mit dir? Ja, ich auch. Meinst du, ich krieg ein Autogramm auf mein Shirt? Leute, jetzt wohl kaum die richtige Zeit, um durchzudrehen. Wir müssen eine Anomalie beheben. Mach die Saiyajin fertig. Alles klar, bist du bereit? Sag mal, dass wir die an Karos Stelle kämpfen wollen. Boah, tut mir leid, Kinder, aber das Grundschüler sein wird uns nicht davon abhalten, euch den Hintern zu versohlen. Diesmal gibt es keine Vergabe. Wir werden schon sehen, wie stark ich bin. Alle werden das sehen. Ja, kommt mal ran. Let's go. Alle reden hier. Komm, jetzt komm mal ran. Oh, wie lange redet ihr? Ja, kommt alle. Nutzt dieses Wissen. Arbeitet im Team. Sehr schön. Oh? Wie Preistyp? Belohnung anzeigen? Wenn deine Bandstufe mit Note 5 erreicht, erhältst du folgendes. TP-Boost des Kriegers. Ah, ich kann auch Note benutzen. Okay, nehmen wir sie einfach mal. So, Moment. Ah, ich habe Note jetzt mit dabei. Ist das... Das ist ihr Deck. Erneut berühren, wenn ein Team bereit ist. Okay, interessant. Verbündeten-Deck kann nicht bearbeitet werden. Interessant. Okay, ja, dann spielen wir mit Notes-Deck. Let's go, warum nicht? Okay. Let's go, ich kann auch sicherlich mit mir selbst spielen, denke ich. Das hört sich schon komisch an, aber ja. 3000 Teamkraftstufe, wenn in deinem Team ein Angreifer ist. Jetzt Berserker. Wenn Angreifer Berserker gemeint ist, hoffe ich doch. Let's go, und dann sollte das das sein. Fortfahren. Oder halt vielleicht jemand, der einfach angreift vorne direkt. Okay, let's go, ab aufs Schlachtfeld. Ey, ich weiß warum, aber ich bin immer noch so mit dem Kopf mit dem Team erstellen, Team Deck erstellen, sowas mag ich übel, weiß nicht warum. Aber ja, uns fehlen da übel viele Karten noch, bin gespannt.
Dein Gegner wird mit denen, gegen die du bisher bei den Kartenkämpfen gegangen bist, nicht zu vergleichen sein. Das wird ein richtiger Kampf. Allerdings findet er trotzdem im Super Dragon Ball Heroes Kampfraum statt. Alles läuft auf eine Sache hinaus. Denk an das, was du über Kämpfe in Super Dragon Ball Heroes gelernt hast, und besiege alle Gegner, die versuchen, sich dir in den Weg zu stellen. Okay. Okay, ich sollte den Gegner einmal betäuben. Hm. Schaff ich das? Okay, jetzt. Normalerweise wäre es natürlich immer gut, zum Beispiel hätte ich jetzt zum Beispiel erstmal geschaut, was können die Karten überhaupt. Aber das wird... Oh? Modul gewählt. Olle. Dab Machine. Das hat unsere Kraft erhöht. Olle. Aber ja, ich will halt nicht so viel Zeit verplempern. Das mache ich dann offscreen auf jeden Fall. Warte mal. Eigentlich muss ich niemanden nach hinten schicken. Fähigkeit aktiviert. Lass mal Nappa nach vorne schicken. Ihre Fähigkeit ist auch aktiviert. Ich hätte gerne eigentlich einen Elite-Kämpfer noch am Start, um ehrlich zu sein. Let's go. vielleicht hätte ich mit drei Elite-Kämpfern kämpfen sollen. Wegen dem Combo. Wegen der Combo. The Dab Machine! Ey, das. Oh mein Gott, das. Oh mein Gott. Keiner weiß. Let's go. Plus eine Kraft, okay. Dein anderes Hause. Oh. Der da hinten hatte schon die. Gohan und Note haben ihre Super Attack schon, wie es aussieht. Minus 5 plus Eltern der Schaden. Boah, was ist das für eine Fähigkeit von gerade? Das ist krass. Oh, nice. Ja, bitte kämpfen Sie. Oh, guck mal, super Angriff. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Ist das Gohan überhaupt? Eskalation. Klärt den Drachen raus. Ja, tatsächlich, so Gohan. Nice, okay. Ich sollte einen Gegner mindestens betäuben, ne? Ich schicke nachher mal Elite-Kämpfer nach vorne. Ey, super Angriff, genau, siehst du von Not. Energieblitz. Oh, miau. Okay. Okay. Jetzt greifen sie an. No. Nice. Sehr schön. Sieht doch schon mal gut aus. Nice. 12.490 haben wir, die Gegner haben nur 3.000. Oh. Minus 3 Heldenenergie, was alles für eine Fähigkeit, muss ich verarschen? 1 auf 5 und Kraftschiff, sehr schön. Fusionsmodus, was? Wer kann es fusionieren? No, was? Die fusionieren sich. Fusion? Ha! Oh mein Gott! Goten und Trunks! Gotenks! Zu Gotenks fusioniert, wie geil, ich heul! Sie-Modus, was? Was ist jetzt? Blick in die Siegkarte, wie. Was ist jetzt ab? Was? Hä? Was ist jetzt los? Was muss ich machen? Wie ein Set. Okay, wie ein Set. Ja, das in den Spielern bewegt man dann die Karten quasi so. Was ist das? Sie ist super angeverfügbar. Betäuben diese Runde nicht möglich. Alte Eskalation? Alter, wie geil. Fusioniert. Alter, ich heul. Alter, was? Der ist in Gefahr, den tun wir mal zurück. Vegeta sieht auch ein bisschen schwach aus. Keine Betäubung. Was? Wer ist das? Fusioniert. Das ist Gotenks oder was? Ne, Gotenks ist auch da. Ne, okay, da kann ich niemanden tun. Elite-Kämpfer will ich, genau. Genau. Note auch nach hinten. Ich lasse mal die Elite-Kämpfer. Genau. Das, ja, genau. Ich will nämlich einen betäuben. Und Elite-Kämpfer können das gut. Ey, die Fusion hat mich geschockt, um ehrlich zu sein. Wie geil. Oh, wie schön langsam. Guck mal. Nice. Komm, eine Superkammer mehr. Oh my yeah. Ich habe leider keinen betäubt, aber wir haben es schon beendet. Nicht schlimm.
Also wir haben jetzt quasi die Quest nicht geschafft. Egal. Ey, geil. Die Fusion war übel geil, oder? Cool, guck mal, die hat Fusionscharaktere im Team. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich schaue mal gleich auch aus meinem Kartenarsenal, ob ich da auch irgendwelche Pocket Picks raushauen kann. Nice. Neue Höchstpunktzahl, sehr schön. Ey, geil. Da geht so viel, vertraut mir, da geht noch so viel, wir haben eigentlich noch nichts gesehen. Richtig geil. Oh, wir haben eine Karte gebrochen. Okay. Zwei sogar. Leere Karte. Achso, Estik. Ah, nee, das ist, wenn man Karten erstellen will. Verstehe, okay. Okay, cool. Kampfmodul hatten. R4 Belohnung. Okay, nice. Alright. Geil, richtig geil. Sehr schön, auf 3 gestiegen. Wenn wir Bandschuhe auf 5 bekommen, dann gibt's da irgendwas, ne? Habe ich vorhin gesehen. Cool, ey, sehr cool. Nicht schlecht, Freunde. Da würde ich aber auch sagen. Oh, was sind innen? Verdammte Gehirn. Na, wartet, die größten Krieger der Galaxie ist von Kindern bezwungen. Ja. Weil wir genommen uns da gegen echte Saints. Wir sind echt ein tolles Team, auf jeden Fall. Genau, dann würde ich aber auch sagen. Genau. Oh, Porunga? Wie Porunga? Einfach Porunga. Ein Dimensionsbarriere, ein Dimensions. Was? Manchmal erzeugt eine Anomalie eine feste Mauer aus Energie, daran kommt nichts vorbei. Das Beseitigen einer Dimensionsbarriere erfordert ein bisschen Anstrengung. Du müsstest den Standort der Dimensionsbarriere herausfinden können, indem du dich zur Quelle der Verzehrung begibst. Du musst dich direkt zur Verzehrung begeben und das Problem an der Wurzel anpacken. Du musst folgende Bedingungen erfüllen, um weiterzukommen. Prinz aller Zeiten Ultraabschluss, die Seele eines Prinzen Ultraabschluss. Die Seele eines Prinzen Ultraabschluss. Prinz aller Zeiten Ultraabschluss? Das haben wir nicht geschafft, das eine. Die Seele eines Prinzen Ultraabschluss. Ah, das ist eine Quest dann. Das ist eine Quest, dass er vorbei kann. Das sollte wahrscheinlich noch kommen, die Stage. Gehe ich stark von aus. Nämlich, was war das für eine Stage hier? Nee, Moment. Oh nein. Was habe ich gemacht? Ich wollte eigentlich Einzelheiten ansehen. Jetzt aktivieren wir zunächst. Ah, okay, ja. Ah nein, stopp. Jetzt muss ich das wieder machen, oder was? Okay, ich habe mich vertippt. Zurück, ich will das nicht machen. Naja, Freunde, dann würde ich sagen, ich mache hier aber mal kurz. Also, lass uns hier für diesen Part Schluss machen. Und dann machen wir den nächsten direkt mal weiter. Ist Porunga noch da? Oh nein, was ist hier los? Sag mal, lass mich in Ruhe, Krillin. Bereit, was ist das? Kämpft. Was muss ich hier machen? Oh. Als ob. Oh, ich gegen Krillin gewonnen, hätte ich was bekommen. Okay, da wurden wir auch schlauer jetzt im Endeffekt. Hä? Okay, dann lass mal hier Schluss machen. Nächstes Mal machen wir von hier aus weiter, Freunde. Dann, ja, bedankt mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.